bin Jamina Paul, ich studiere Geschichte an der Universität Hamburg, mittlerweile im ersten Mastersemester. Und ich beschäftige mich im Rahmen von der AG History Matters, die auch AG Games genannt wird, mit der Geschichtsdarstellung von und in digitalen Spielen. An der Spurensuche historischer Inhalte in Games ist interessant, dass wir im Prinzip immer eine aktuelle Rückkopplung haben. Wir haben immer das Bild von heute, wie Geschichte wahrgenommen wird. Oder wenn man sich Spiele aus den 80ern oder 90ern anguckt, haben wir halt ein Bild aus den 80ern, 90er Jahren. Das ist ähnlich wie bei Filmen oder bei Musik oder auch Büchern, dass wir halt immer Momentaufnahmen haben, wie Geschichte eigentlich dargestellt wird. Und dann kann man aber sich auch angucken, wie sich Spiele verändert haben zum Beispiel oder wie sich Games verändert haben über die Jahre. Und hat eine grafische Entwicklung und auch eine kulturelle Entwicklung, dass wenn man sich zum Beispiel, wie ich das tatsächlich mache, mit Männlichkeiten befasst, dann kann man sich angucken, so und so wurden Männlichkeiten in den 80er Jahren dargestellt, so in den 90ern und so in den 2000er Jahren und hat dann eine Kontinuität, die man, oder eben eine Zäsur.